Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar, das jetzt beginnt. Und dazu müssen wir natürlich dann nochmal auf die offizielle Deckblattfolie wechseln. Und das machen wir jetzt. So, wir sind heute bei dem Thema LWL, fortgeschrittene Teil 2, also LWL Messtechnik, fortgeschrittene Teil 2, weil so viel Platz war da oben leider nicht. Und wir reden über das Thema Grundlagen- und Abnahmemessung an Glasfaserverkabelungen und werden uns damit heute noch so ein Stündchen lang beschäftigen. Von der Agenda her kommt natürlich noch mal kurz das Thema WL-Softing, Grundlagen und Standards für das Testen von Glasfasern, Stecker-Endflächenbetrachtung, das ist leider Gottes ein fürchterliches Wort, und Reinigung und dann die Qualifizierung mit Net-Expert, Dämpfungsmessung mit Wire-Expert, Reflexionsmessung mit Fiber-Expert. Dann werden wir eine Stunde locker rumhaben. Also gehen wir mal da rein. Also WL Softing, nicht mehr die ganze Firmenpräsentation, die haben Sie jetzt schon ein paar Mal gehört bei unseren vorherigen Webinaren, aber zumindest mal das Wichtigste dabei, und zwar unsere Geräte noch mal kurz aufgeführt und die drei, um die wir uns heute hauptsächlich drehen werden. Wir werden also nicht mit den ganz einfachen Quadrate, mit den ganz einfachen Dämpfungsmessern noch mal großartig anstellen. Die zeige ich Ihnen dann nachher noch mal kurz, aber das Wichtigste ist halt Wire-Expert, Fiber-Expert, Net-Expert. Die werden wir auf jeden Fall dann entsprechend dann gleich mal zeigen. Damit sind wir dann mit dem WL-Softing schon gleich wieder durch. Die Grundlage und Standards für das Testen von Glasfasern, das wäre dann jetzt das nächst wichtigere Thema, über das wir mal gucken müssen. Im Prinzip ist ja Glasfaserübertragung nichts Geheimnisvolles. Man schickt durch ein Glasröhrchen mit einem Kern und einem Mantel entsprechende Signale durch, beim Multimode halt eben dann über mehrere Lichtmoden und bei Single Mode halt eben über eine Lichtmode, die man da reinschickt. Multimode bringt dann da ein bisschen an Problemchen auch mit sich, weil durch diese Übertragung der mehreren Moden, Entschuldigung, durch diese Übertragung der mehreren Moden hat man natürlich dann auch Laufzeitdifferenzen über die verschiedenen Wege, die solche Moden dann entsprechend gehen. Aber das ist mal ein Thema, da beschäftigen wir uns sicherlich auch nochmal oder haben wir uns auch schon im Grundlagenseminar mit drüber beschäftigt. Da muss man, glaube ich, im Moment nicht mehr weiter tiefer darauf eingehen. Für mich ist hier erstmal wichtig, wenn ich über die Messtechnik spreche, dass ich halt weiß, okay, durch den Transport entstehen halt eben an der übertragenen, an dem übertragenen Medium, sprich Licht, entsprechende Ereignisse. Und dann eines der wichtigen Ereignisse für uns ist die Rückstreuung. Zum einen, weil wir durch diese Rückstreuung auch in der Lage sind, halt Messtechnik mit einem OTDR zu machen. Das ist ein Optical Time Domain Reflektometer, mit dem man genau diese Rückstreuungen misst. Und wenn irgendwo was rückgestreut wird, kommt auch am anderen Ende weniger raus. Das heißt also zu gut Deutsch, das Thema, was wir dann hier halt haben, ist halt eben, dass dann hier an diesem Ende, nachdem da überall kleine Teilchen dann wieder zurückgestreut worden sind, einfach weniger Signal ankommt. Das ist eine völlig klare Kiste. Wenn ich irgendwo was reinschicke und ich nehme dann zwischendurch auf dem Weg immer mal wieder ein bisschen was raus, kommt am Ende weniger an. Ne? Können Sie beim LKW machen oder beim Wasserstrahl, das bleibt sich alles gleich, aber das läuft alles auf das Gleiche hinaus. Und vom Prinzip her ist das Zweite, was für uns dann auch wichtig ist, halt eben entsprechende Reflexionen, die halt mit Fresnel-Effekten daherkommen, Fluchtungsfehler, beschädigte oder verschmutzte Endflächen der Steckverbinder, unzureichende Abschlüsse am Stecker. Und natürlich auch eventuell Unterbrechungen sogar. Das muss man dann halt eben auch entsprechend dann rausbekommen. Das heißt, zu gut Deutsch, das sind so die Themen, über die wir auf jeden Fall dann heute mal reden werden. Dann natürlich ein wichtiger Punkt dabei, es gibt auch für Glasfasern entsprechende Standards. Das heißt, zu gut Deutsch, wir müssen uns natürlich angucken, wie diese Standards alle so zusammenhängen. Und da haben wir natürlich mal zum einen die Applikations- oder Anwendungsnormen. Das ist die IEEE 802.3, die im Prinzip alles regelt, was sich um das Thema Ethernet dreht. Da gibt es ja noch ein paar andere. 802.11 zum Beispiel ist halt eben die Übertragung über WLAN. Dann gab es eine 802.5, das war dann Token Ring. Inzwischen gibt es ja nicht mehr, aber die 802.3 sind halt eben alle die, die sich um Ethernet-Übertragung drehen und dann natürlich halt eben mit den Unternormen, wie zum Beispiel BA 40 Gigabase SR4 auf 8 Fasern oder BM mit 100 Gigabase auf 8 Fasern mit MPT und MPO und was es da noch so alles so gibt und auch mit entsprechenden SWDM-Übertragungsverfahren, da reden wir gleich nochmal drüber. Die legen letztendlich fest, wie wir das ganze Zeug übertragen wollen. Und, oder genau, wie die das übertragen haben wollen. Und wir können dann daraus dann letztendlich in den Verkabelungsnormen unsere entsprechenden Normen reinbekommen über eine ANSI TIA 568.3-D Optical Fiber Cabling and Component Standard und über die ISO IEC 11801 und deren
Ich sage immer lokale Varianten, weil eine europäische Norm ist dann schon eine lokale Variante davon, eine 5073. Da geht es um das Thema Information Technology, Generic Cabling for Customer Premises. Und dann kommen eigentlich erst wir dann dran mit unseren Messnormen. Einen wichtigen Punkt möchte ich nochmal ganz kurz anbringen. Bei der ANSI-TIA, da sieht man so wunderbar vorne vor dieses ANSI stehen. Das bedeutet American National Standard Institute. Das ist so ähnlich wie bei uns die DKE, die Deutsche Kommission für Elektrotechnik, die halt eben entsprechend dann unsere deutschen Normen macht, indem sie dann halt die internationalen nimmt und die dann übersetzt. Für uns ist aber unten, ganz unten am unteren Ende rausgekommen, die DIN ISO IEC 14763-3. Da geht es um das Thema Informationstechnik, Errichtung, Messtechnik und den Betrieb von Standortverkabelungen, Klammer auf, Installation, Klammer zu, Teil 3, Prüfung von LWL-Verkabelungen. Das Ding ist die Norm für uns, nämlich für die Messtechniker, die dann vor dem Problem stehen, da ist irgendwo eine Glasfaser verlegt worden, man hat ein paar Anschlüsse dran gespleist oder wie auch immer da dran gemacht oder geklebt oder fertig konfektioniert gekauft, aber am Ende des Tages muss vor Inbetriebnahme eine Messung erfolgen. Und das ist genau das Thema, um das wir uns da dann auch entsprechend kümmern. Also die DIN ISO IEC 14763-3 in der deutschen Fassung verfügbar, die hat dann halt für die Messtechniker alles drinstehen. Über die reden wir dann später auch nochmal ein bisschen weiter. In der Übertragungstechnik gibt es heutzutage ganz wunderbare Sachen, wie zum Beispiel halt eben, dass man über zwei Fasern 10 Gigabit übertragen kann oder auch über zwei Fasern inzwischen 25 Gigabit übertragen kann. Dann gibt es halt eben die Variante, dass ich dort mit zwei gleichen Wellenlängen, Entschuldigung, in den beiden Richtungen die Übertragung mache. Typischerweise laufen bei uns die meisten Übertragungen im 850 Nanometer Fenster, obwohl dieses, wie man im letzten Kurs gesehen hat, in der Dämpfung ja noch so ein bisschen auf der höheren Ebene gelegen hat. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich darauf geeinigt, dass man die meisten Übertragungen da stattfinden lässt. Dann gibt es noch so Verfahren, über mehr Fasern zu arbeiten, wie zum Beispiel halt eben in der entsprechenden, in dem Standard 40 Gigabase SR4. Da benutzt man für jede Richtung jeweils 4 Fasern. Das heißt, wir reden da dann auch schon über MPO-Übertragungssysteme. Und natürlich bei 100 Gigabase entsprechend das Gleiche, wobei man bei 100 Gigabase SR4 bzw. SR10 dann die entsprechende Übertragung über 10 bzw. 20 oder über 4, also sprich 8 Fasern, weil beide Richtungen dann jeweils 4 Fasern sind, überträgt. Dann gibt es ein paar neue Verfahren, die nach dem SWDM-Verfahren laufen, wo man tatsächlich hergeht und verschiedene Wellenlängen zusammen multiplext und das Ganze dann halt hinterher über einen entsprechenden Multiplexer wieder rausholt. Ja, das heißt also, diese Verfahren hier sind natürlich auch die, die man dann entsprechend anwenden kann, um höhere Übertragungsraten hinzukriegen. Das Gleiche geht natürlich dann auch nochmal über Mehrfachfaserübertragung. Das ist dann hier mit angedeutet, wo man über 4 Fasern und 4 verschiedene Wellenlängen für jeweils Senden und Empfangen dann tatsächlich halt eben auch 400 Gigabit übertragen kann. Das ist also mit Glasfasern auf relativ kleinem Raum auch durchaus möglich. Cisco hatte dann mal zwischendurch mal einen anderen Weg genommen. Die sind mal hergegangen und haben mal die sogenannten Cisco BDs entwickelt, wo man auf einer Faser sowohl sendet als auch empfängt. Die haben damit also die Übertragungsrate auch gleich gedoppelt. Aber da ist auch Cisco die einzige Firma, die sowas überhaupt macht, dass die auf der gleichen Faser, aber mit zwei verschiedenen Wellenlängen in den entsprechenden Richtungen die Übertragung machen. Das bringt natürlich dann das Problemchen mit sich, dass man da dann wirklich auch alle entsprechenden Anschlüsse immer schön unter Kontrolle haben muss, dass die auch bei den verschiedenen Wellenlängen vernünftig funktionieren. Okay, das mal zum entsprechenden Übertragungsverfahren. Dann kommen wir zu den Test- und Messverfahren. Da gibt es also zum einen mal halt sowas wie einen sogenannten Visual Fault Locator. Das ist das Ding, was da oben auf dem Bild zu sehen ist, was ich jetzt gerade in meiner Hand habe. Wenn man das Ding einschaltet und dann in die Kamera reinhält, dann sieht man auch tatsächlich, dass das Ding auch leuchtet. Und zwar ziemlich kräftig, weil diese Kamera wird da kurzfristig durchgeblendet. Wenn man das so richtig schön macht, dann würde man die wahrscheinlich so richtig schön zum Übersteuern kriegen. Damit geht man entsprechend in die Glasfasern rein. Und am anderen Ende nimmt man dann nicht das Auge, um dann zu gucken, ob das Signal ankommt, sondern kann die Staubschutzkappe draufbleiben, weil das wird durch Staubschutzkappen mit übertragen, das Licht. Das sollte kein Problem darstellen. Also das wäre mal die erste Möglichkeit, dass man überhaupt mal hergehen kann und tatsächlich dann entsprechend
Signale durch eine Glasfaser schicken kann, um zu gucken, ob zum Beispiel die Polaritäten stimmen. Dann haben wir als nächstes eine reine Leistungsmessung. Wenn man auf der einen Seite einen Sender angehängt hat, also ein SFP, so wie die auch in unseren entsprechenden Messgeräten zum Teil mit drinstecken, das sind sogenannte Small Form Factor Pluggables. Und diese Small Form Factor Pluggables, die haben halt eben die Möglichkeit, auch Signale zu übertragen. Die haben einen Sender drin. Und wenn man wissen will, ob das, was aus dem Sender rauskommt, gut ist, hängt man als erstes mal einen Sender dahin, sagt mal, okay, wie viel Leistung kommt hier raus und kann dann am anderen Ende der Kabelstrecke auch nochmal gucken, wie viel Leistung kommt denn da noch an. Das ist dann keine Dämpfungsmessung, weil das ist nämlich eine Messung, die mit den SFPs passiert. Das dient nur dazu, um zu gucken, ob die Übertragung überhaupt über die Faser rüberkommt. Dann haben wir eine richtige Qualifizierung. Das heißt, das macht man dann mit einem NetExpert XG. Den habe ich also auch mal hier stehen. Das wäre also NetExpert XG, mit dem man eine Qualifizierung von Kupfer- und Glasfaserstrecken machen kann. Ich hatte heute Morgen noch ein Webinar, wo ich das mal gezeigt habe für Kupfer und Glas. Und heute konzentrieren wir uns mal nur auf das Glas. Damit mache ich einen Qualifizierungstest, wo ich halt eben entsprechend dann über einen Bit-Error-Rate-Test gucken kann. Läuft auf dieser Kabelstrecke auch die von mir gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit? Dann haben wir natürlich die Dämpfungsmessung. Eine richtige Dämpfungsmessung läuft heutzutage mit LSPM, das heißt mit Light Source und Power Meter. Bedeutet nichts anderes, als dass man damit dann tatsächlich über eine Quelle entsprechend Signale rausschickt. Das wäre so eine Quelle, in dem Beispiel von der Firma Viavi. Und auf der anderen Seite kommt dann ein Power Meter entsprechend dran. Und der misst dann letztendlich dann die Lichtleistung und zeigt mir das Ganze dann entsprechend in dB an. Der sagt jetzt hier gerade Low, weil der natürlich jetzt gerade gar nichts empfängt, weil der Deckel zu ist. Da kommt da überhaupt nichts mehr rein. Und wenn man ihm halt den Deckel aufmacht, dann kann man sehen, aha, da kommt tatsächlich ein bisschen Licht reingefallen, würde jetzt irgendein Dämpfungswert entsprechen. Aber das hat natürlich mit der Messung, wie wir sie machen, auch nichts zu tun, weil wir dafür dann entsprechend hergehen müssen, auch entsprechend das vorher mal abgleichen müssen. Das Ganze gibt es natürlich auch für den Wire-Expert. Das sind dann die sogenannten Glasfasermodule. An dem Beispiel jetzt mal unser Multimode-Glasfasermodul, was man dann in den Wire-Expert reinstecken kann. Und dann fungiert dieser halt eben auch für eine Messung für Light Source und Power Meter zusätzlich noch ein bisschen mit drumherum. Man kann also eine Längenmessung mit dabei gleichzeitig machen und man kann zwei Fasern in einem Hieb sofort gleich erledigen. Und damit ist das Ganze dann natürlich auch entsprechend ein bisschen schneller. Und dann ganz zum Schluss kommt natürlich dann die Optical Time Domain Reflektometrie, also optische Zeitbereichsreflektometrie oder auch Rückstreuungsmessung genannt. Ganz zum Schluss als letztes Messgerät ein Mikroskop, mit dem man gucken kann, ob eine Glasfaser sauber ist, weil Glasfasersauberkeit ist mithin das Allerwichtigste, was wir beachten müssen, weil alles, was Verschmutzung an Glasfasern bringt oder was da eben passieren kann, das kann schon ziemlich horrende Folgen haben. Gut, damit sind wir bei den Messmethoden im Feld halt eben entsprechend dann auch. Wir haben dort zwei verschiedene Messebenen, die nennen sich Tiers im Standard. Und diese Ebenen sind einmal eine reine LSPM-Messung, also Light Source Power Meter Messung, wie zum Beispiel mit dem Wire Expert und dem Remote-Gerät dann passend dazu. Es gibt dann ein paar Varianten, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und natürlich dann halt eben die Ebene 2, LSPM plus OTDR. Also eigentlich, wenn man eine OTDR-Messung alleine abgibt, ist das auch noch nicht so ganz normkonform, sondern man müsste eigentlich beides abgeben. Außer man hat ein OTDR, was in der Lage ist, zum Beispiel auch die ganzen Werte der Dämpfung vernünftig zu messen. Und das haben wir. Mit dem Fiber Expert haben wir die Möglichkeit, halt eben nicht nur uns die Kurven anzugucken, sondern auch die Kurven bewerten zu lassen. Das, was man bei einer LSPM-Messung halt entsprechend normalerweise fordert, nämlich die Bewertung, wird dann damit durchgeführt. Damit kommen wir dann zu dem Thema Stecker-Endflächenbetrachtung und Reinigung. Bei dem Thema geht es einfach darum, unsere Glasfaserstecker dürfen keine Verschmutzung haben. Und zwar gar keine, weder Kratzer noch irgendwas anderes drauf. Und dann gibt es immer mal Leute, hatte der Herr Huber im letzten Webinar ja auch vorgestellt. Und Entschuldigung, der ist auch da heute, der ist mein Co-Moderator. Ich habe das völlig vergessen, dich vorzustellen, Alfred, Entschuldigung. Da hat er ja auch gezeigt, also auch nicht reinigen an irgendwelchen Krawatten oder Hemden oder sonst irgendwo dran oder Tempotuch oder so, sondern man muss halt eben vor jeder Messung immer die ganzen Steckverbinder inspiziert und gereinigt haben, damit man sicher sein kann, dass man sich natürlich auch die Messgeräte damit nicht versaut. Weil wenn Sie bei so einem Glasfasermessgerät wie unseren Glasfaseradaptern oder bei einem OTDR, was wir also hinten andere Seite im Hintergrund sehen können, da ganz hinten, ne,
dann sollte man tunlichst sich den Messport nicht versauen. Weil wenn der Messport einmal versaut ist, kostet eine Reparatur, ich glaube schon so um die 1.000 Euro rum, wenn man da mal einen neuen Messport einbauen lassen muss. Und das macht natürlich dann auch keinen Spaß. Ne? Also das ist dann das Thema, da muss man auf jeden Fall dran. Also wichtig ist halt eben, idealerweise mit dem Mikroskop das Ganze zu überprüfen, weil wenn Sie irgendwo einen Glasfaserstecker rausziehen und nicht genau wissen, was ist auf der anderen Seite drauf, möglichst nicht reingucken, weil dann könnte es sein, dass man den Sehnerv dabei trifft und dann Augenlicht weg. Das ist ja dieser flockige Spruch, den wir unter Glasfasertechnikern schon mal hören, man kann ja mal ein Auge riskieren. Ne? Nur beim zweiten wird es dann langsam eng, weil wir haben als Menschen nur zwei Stück. Die Schutzkappen von Anschlüssen oder Kabeln oder Komponenten nimmt man nur ab zum Messen, zum Inspizieren oder zum Reinigen oder zum Patchen, aber nicht, um das irgendwo offen in der Gegend rumliegen zu lassen, weil das bekommt dann Glasfaserstecker dann überhaupt nicht gut. Die Genauigkeit bei dem Thema, wann ist ein Steckverbinder sauber, das liefert uns die IEC 61300-3-35. Kann ja nur so flüssig sein, weil ich das schon ein paar Mal hinter mich gebracht habe, dazu rauszubringen. Da wird genau definiert, wann ein Steckverbinder sauber ist. Und dafür gibt es halt eben auch die entsprechenden Ringe, die wir dann dort entsprechend in diesen Bildern dann sehen können. Das sind die ABCD-Ringe. Und gibt es ganz genaue Definitionen, wie diese Ringgrößen sein müssen bei Multimode, bei Single Mode und halt eben auch, wie viele Verschmutzungspartikel von welcher Größe sind in welchem Bereich überhaupt zulässig. Und das definiert ganz genau die Norm. Darüber wird es mehr geben in dem Webinar, was der Herr Huber nächste Woche halten wird, am 25.02. 14 Uhr gibt es ein Webinar, alleine über Glasfaserverschmutzung finden und beseitigen. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt mit dabei. Okay, soll man dazu dem Thema auch reichen? Wir kommen in das Thema rein, Qualifizierung mit NetExpert XG und Dämpfungsmessung machen wir dann nachher mit dem einfachen Gerät, wenn wir über den WireExpert reden. Da wird natürlich auch mal kurz nochmal über das einfache Gerät auch nochmal gesprochen, weil das ist im Endeffekt dann natürlich da auch mit drin behaftet. Der Qualifizierung mit NetExpert XG passiert dadurch, ich nehme zwei SFPs, also diese kleinen Modulchen, die man halt eben, wie gesagt, dann bei uns auch mit erwerben kann zu dem Gerät. Die haben vorne halt eben einen Steckeranschluss dran, wo man dann halt eben entsprechende Glasfaser anschließen kann, auch da. Man sollte vorher darauf geachtet haben, dass der Sendeport auch sauber ist, weil wenn der nicht sauber ist, dann fange ich mir damit auch gleich wieder Ärger ein. Also das sollte man auch nicht nur einfach blind benutzen, das ganze Zeug. Und mit diesen SFPs stelle ich eine Verbindung über die Glasfaser her. Vorher kann ich einen Nullabgleich dann durchführen und dann kann ich einen Bit-Error-Rate-Test dann durchlaufen lassen, wo ich halt eben dann drauf gucke, verliere ich auf meiner Kabelstrecke Datenpakete. Und das ist dann wiederum der Punkt, wo es dann bei Glasfasern darauf ankommt, dass da eben halt eine saubere Übertragung stattfindet. Das Ganze mal mit einer Tabelle auch aufgeführt, halt eben, wie viel denn da bei welcher Bitrate auch verloren gehen dürfen, in welcher Zeit. Und da gibt es also durchaus auch Zeiten, wenn man sehr hohe Genauigkeitslevel haben möchte, dass man dann durchaus auch mal schon mal ein paar Minuten lang Messungen durchführen muss. Das ist also nicht so ganz so trivial. Dann haben wir die Verbindung halt eben von den beiden Geräten. Dann kann man mit den beiden Geräten eine Messung durchführen und zwar natürlich auch von Laufzeit und Länge. Ich kann dann entsprechend eine Bewertung dann durchführen, kann dann sehen, ob das in Ordnung ist. Und wenn da zum Beispiel dann eines dieser Felder, die da oben dann entsprechend mit aufgeführt sind beim Gerät, dann rot wird, dann weiß ich schon mal, hoppla, da ist irgendwas schiefgegangen. Also da muss ich noch näher reingucken. Zum Beispiel kann das dann durchaus sein, dass ich dann einen verschmutzten Stecker habe. Und da haben wir in der NetExpert XG zu den Kabelstrecken passend auch entsprechend dann die Möglichkeit, an den Enden der einzelnen Fasern die einzelnen Stecker auch vernünftig zu dokumentieren, mit reingebaut. Man braucht dazu dann ein Glasfasermikroskop, damit man das machen kann. Aber wie gesagt, alles andere wäre Blindflug. Und dann kann ich mir den Steckverbinder angucken, kann dann sehen, ist der gut oder ist der nicht gut. Wenn er nicht gut ist, halt eben dann reinigen. Wenn es beim Reinigen nicht mehr reicht, womöglich den Stecker hinterher auch austauschen. Dann kann man das entsprechend, kann sowas auf einen zukommen. Die Qualifizierung bietet noch eine weitere Möglichkeit mit dabei. Wir haben die sogenannte Live-Light-Funktion mit dabei, dass wir in der Lage sind, halt von so einer Kabelstrecke auch mal entsprechend mal zu sehen, wie die Signale über die beiden Fasern übertragen werden und ob es da irgendwelche Schwankungen über der Zeit dann gibt. Und das nennt sich bei uns halt eben Live-Light, ist also auch geschützte Trademark, die wir dafür entsprechend rausgebracht haben, damit man auch über einer bestimmten Zeit halt mal gucken kann, was da entsprechend dann auf der Faser passiert.
Dokumentation vom NetExpert XG passiert im Gerät selber. Man hat dort bei entsprechenden Projekten, die man anlegt, das wäre wie gesagt auch wieder ein anderes Webinar, hat man dann die Möglichkeit, halt eben PDF- und CSV-Ergebnisse abzuspeichern und die kann man dann per USB halt eben entsprechend auf den PC übertragen. Vorteil, ich brauche keine spezielle Software, um das Ding auszuwerten. Das Ganze halt eben natürlich auch entsprechend dann in der Möglichkeit halt eben sowohl Zusammenfassung als auch Details in einem Ausdruck rauszubekommen. Das Ganze exportiert man dann, wie gesagt, über einen USB-Stick und wir arbeiten momentan daran, dass man halt eben die Testdaten auch mit einer E-Export-Software verwalten kann. Das ist immer noch in Planung, genauso wie wir auch dabei sind für den NetExpert XG Kabellisten in der Software E-Export, wie wir es beim WireExpert bereits kennen, erstellen zu können und dann diese Kabellisten über den Export halt eben auf den NetExpert XG zu bringen. Man bekommt dann hinterher Protokolle, wo dann entsprechende Berichte entsprechend dann mit dabei sind für die einzelnen Kabelstrecken. Bei Kupfer ist das hauptsächlich Verdrahtungsplan und eine Menge an Zahlen noch mit dabei. Bei Glasfaser sind noch viel mehr Zahlen, aber dafür sind ein bisschen bunter geworden. Und da haben wir dann halt eben entsprechend dann die Berichte halt eben, wo wir dann genau sehen können, ob eine Kabelstrecke qualitativ in der Lage ist, halt eben auch die von mir gewünschte Übertragungsrate zu übertragen. Das Ganze, wie gesagt, halt eben beim NetExpert wichtig dabei, es ist keine Dämpfungsmessung im klassischen Sinne, sondern das ist eine Verlustmessung von den SFPs und den Kabelstrecken, die man dort im Einsatz hat. Beim WireExpert wird das Ganze dann schon ein bisschen aufwendiger, weil wir da tatsächlich über eine Dämpfungsmessung einer Glasfaser sprechen. Eine Dämpfungsmessung einer Glasfaser bedeutet immer, ich muss wissen, was bei einer Quelle vorher mal rausgekommen ist, damit ich hinterher gucken kann, wie viel geht dann entsprechend weiter dann verloren. Da gibt es also ein paar typische Dämpfungswerte für Steckverbinder, für entsprechende Fasern, für entsprechende Spleiße. Das Gleiche haben wir halt eben auch nochmal in der Norm damit drin, wo dann die normativen Werte mit aufgetaucht sind. Und das müssen wir halt eben dann natürlich überprüfen können, ob in der Summe meine Dämpfungen auf meiner Glasfaserstrecke nicht über meinen Normwerten liegen. Das Ganze ist halt eben, wie gesagt, in den Standards mit verhaftet worden. Das steht also in so einer ISO IEC 11801 beziehungsweise in der EN5073-1 und die gibt es halt eben auch als DIN EN5073-1, hat man dann halt eben drinstehen, dass man dort normalerweise Steckverbinder auf der Basis Stecker gegen Stecker, Standard gegen Standardstecker mit 0,75 dB daherkommt. Das gilt sowohl für Multimode als auch für Single Mode, für Physical Contact, also geradgeschliffene, als auch für APC, für die schräggeschliffenen. Bei entsprechenden Referenzgegenstandards sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da liegen wir dann halt eben bei der ANSI DIA bei 0,5 dB, bei der ISO IEC 11801 bei 0,3. Bei Single Mode ist es dann wieder 0,5, wenn ich einen Standardstecker auf einen entsprechenden Referenzstecker stecke. Und dann kommen natürlich auch nochmal die entsprechenden dazugehörigen Rückflussdämpfungswerte, die man dort mindestens erreichen muss. Dann kommen natürlich auch entsprechend nochmal die Spleißverbindungen mit maximal 0,3. Ich finde das immer so lustig, wenn dann Leute sagen, ja, mein Spleißgerät hat gemessen. So ein Spleißgerät steckt keinen Sender auf die eine Seite der Faser und keinen Empfänger auf die andere Seite der Faser rein. Der kann eigentlich das Ergebnis nur abschätzen. Das kann damit zusammenhängen, dass man sich das Bild eines Spleißes anguckt und dann vergleicht, wie sieht ein idealer Spleiß aus. Das kann bei den besseren Geräten auch sein, dass die über Biegekoppler Signale einkoppeln. Aber wie machen die dann bitte sehr bei sowas dann auch einen Nullabgleich? Da steht nirgendwo bei einem Spleißgerät dann drin, jetzt führen sie mal einen Nullabgleich durch. Ne? Man müsste das eigentlich dabei machen, sondern die schätzen letztendlich hinterher den Dämpfungswert aufgrund der über Biegekoppler eingekoppelten Verfahren und gucken danach, ob das irgendwie sich dann ausgeht. Das ist keine Dämpfungsmessung. Eine Dämpfungsmessung eines Spleißes können Sie bestenfalls mit einem OTDR machen. Alleine, ein Spleiß alleine, Dämpfungsmessung ist eigentlich fast gar nicht machbar. Aber das ist ein anderes Thema nochmal. Gut, dann gucken wir, wie gesagt, mal halt eben rein. Die Grenzwerte der Verkabelung sind applikationsbezogen definiert worden von den Standards, dass man also bei bestimmten Übertragungsverfahren halt eben auch bestimmte Dämpfungen haben darf. Die Tabelle jetzt mit Ihnen durchzugehen, würde uns noch viel zu viel Zeit kosten. Wir brauchen die gleich noch. Ansonsten halt eben natürlich das Prinzip der Dämpfungsmessung. Man muss immer bei einer Dämpfungsmessung einen Nullabgleich durchführen, und zwar bevor man die Messung startet. Bedeutet aber auch, dass die Quellen vorher stabil sein müssen.
Und wenn man dann mal die Handbücher liest von den Herstellern, was die dann sagen, naja, wenn ich das jetzt einschalte, dann muss ich mal eben so locker 15 Minuten warten, bis dieses Ding dann eine stabile Quelle ist. Und dann steht die stabil über welche Zeit. Auch das muss man sich angucken, wenn man mit entsprechenden Messgeräten hantiert. Über welchen Zeitraum bleibt denn eigentlich diese Messung, genau gesagt, diese Quelle erstmal stabil? Das heißt also, diese Referenzsetzung, das kann eine Sache sein, die machen Sie nicht nur einmal am Tag, sondern die können Sie unter Umständen auch gleich mehrfach am Tag machen, weil eben zwischendurch diese Lichtquelle sich von ihrer Stabilität entfernt hat. Und dann muss man dieses Referenzsetzen normal machen. Hier ist jetzt gezeigt, ein Nullabgleich mit einem Testreferenzkabel. Das ist die von eigentlich allen Normen am strengsten empfohlene oder am meisten empfohlene Nullabgleichtechnik. Weil man halt eben dann nur ein Kabel da drin hat, mit einmal den Unwegsamkeiten eines Kabels. Das wird dann hier am Powermeter auf Null gesetzt und weil der Powermeter merkt sich dann den Wert, der da angekommen ist. Und danach kann man mit dem Gerät entsprechende Messungen durchführen. Die nächste Messung muss immer sein, ich brauche zwei Kabel, um eine Kabelstrecke zu... Achso, wichtig noch dabei, Entschuldigung, mir ist fast unterschlagen. Der Stecker an der Lichtquelle darf danach nicht mehr entfernt werden. Wenn Sie den Stecker an der Lichtquelle rausziehen, muss sofort wieder ein neuer Nullabgleich durchgeführt werden. Das ist also auch Vorschrift von der Norm her, weil durch das Setzen des Steckers in den entsprechenden Kupplungen kann es dazu führen, dass das Licht dann anders einkoppelt und damit hat man dann unter Umständen auch gleich wieder ein Problem. Also wichtig, Stecker an der Lichtquelle ist danach die heilige Kuh. Die dürfen Sie nicht mehr anrühren, sondern schön brav stecken lassen. Um jetzt Messungen zu machen, brauche ich aber in der Regel zwei Messkabel, nämlich um an eine Kabelstrecke an beiden Seiten dran zu kommen. Also hat man danach eine Prüfung der Testreferenzkabel durchzuführen. Und zwar auf eine Genauigkeit von, oder genau gesagt, auf eine Dämpfung von 0,1 dB. Das heißt, wenn ich mein Testreferenzkabel an mein Launchkabel entsprechend anstecke mit einem Koppler, und da nimmt man dann auch tatsächlich beim Multimode einen Single-Mode-Koppler für, die sind ja in der Regel dann blau, und die verbinde ich dann miteinander und dann habe ich die Möglichkeit, eine Referenzmessung meine Referenzkabel zu machen. Die darf nicht höher als 0,1 dB sein. Wenn die höher als 0,1 dB ist, eigentlich neue Kabel. Deswegen habe ich dann draufgeschrieben, gegebenenfalls gegen neue Kabel austauschen. Dann haben wir danach dann die Möglichkeit, mit den beiden Enden an unsere Glasfaserstrecke zu gehen, egal wie jetzt die Strecke dazwischen aufgebaut ist, ob das jetzt halt eben eine Faser ist, die hier zwischen ist, die Patchkabel darstellt oder die halt eben entsprechende Kabelstrecke darstellt, wie das Ding da aufgebaut ist, das ist mir als Messtechniker eigentlich völlig wurscht. Und ich messe jetzt die Differenz zwischen dem, was ich vorher als Nullabgleich hatte, die 0,1 dB verschmerzen war, weil das fällt auch mit in die Messgenauigkeiten der Geräte mit rein und hänge dann diese Glasfaserstrecke als Einfügedämpfungsmessung mit da rein. Interessant dabei ist, wenn ich mit einem Pegelmesser arbeite, also mit so einem Gerät hier, dann habe ich erstmal nur einen Pegel, der da rauskommt. Und zwar als Differenz zum vorherigen Nullabgleich. Das sagt noch nichts darüber aus, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und damit kommen wir dann gleich zu dem nächsten Thema, wie man dann hinterher auch entsprechend dann diese ganzen Berechnungen anzustellen hat, um zu sehen, ist die Kabelstrecke gut oder nicht gut. Da kommen wir nachher beim OTD auch nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich mal ist das Referenzsetzen, das Bezugsverfahren eminent wichtig, weil wenn Sie keine Referenzsetzung machen, dann kriegen Sie irgendeinen Wert raus und dieser irgendeiner Wert ist nicht reproduzierbar. Der kann übermorgen ein anderer irgendein Wert sein, dann kommt irgendein anderer mit einem anderen Messgerät, der auch nicht referenziert ist, kriegt noch wieder was anderes dabei raus. Das heißt also, diese ganze Referenzierbarkeit ist schon mal extrem wichtig, weil wir nur damit überhaupt in der Lage sind, dann tatsächlich entsprechende qualitative und quantitative Aussage zu machen. Alles andere ist völliger Humbug. Wenn Ihnen da irgendeiner irgendwelche Werte dahinschmeißt, ohne dass er vorher eine Referenzmessung gemacht hat und ohne dass er vorher eine Messung seiner Referenzkabel gemacht hat, dann schicken Sie ihn wieder nach Hause. Der hat auf der Baustelle nichts zu suchen, auch bei Glasfaser nicht. Die Standards spezifizieren drei Methoden, wobei die Methode mit zwei Messkabeln nicht mehr so sehr empfohlen wird. Ich habe die in der nächsten Folie auch mal gleich nochmal mit rausgenommen. Wenn wir eine Einjumper-Referenzmethode machen, das ist die Methode, die als genaueste Methode im Standard halt eben auch angeführt wird, wo man mit einem Testreferenzkabel oder mit einem Testreferenzkabel und einem entsprechenden Anschlusskabel für eine Channel-Link-Messung entsprechend dann vorgeht. Die mit zwei Jumpern hat man früher oft gemacht, wenn es zum Beispiel am Messgerät hier
und da hinten andere Stecker waren als an meiner zu messenden Strecke, dann konnte man das früher mit zwei Kabeln machen, aber das wird jetzt inzwischen von den Standards nicht mehr empfohlen, dass man das so macht, sondern die sagen ganz klar, wenn wir über verschiedene Steckverbinder reden und dann dürften das sogar auch auf beiden Seiten verschiedene Steckverbinder sein, dann müssen wir das mit der Drei-Kabel-Referenzmethode machen und zwar mit Hilfe eines sogenannten Substitutionskabels. Ich habe das dann mal, oder wir haben das dann mal als Bezugskabel mit Referenzsteckern benannt, weil das Ding hat natürlich dann auch einen geringfügigen Einfluss auf die Messung, weil in dem Moment, wenn ich jetzt hier einen Nullabgleich durchführe und bei einer Drei-Kabel-Referenz, Three-Jumper-Referenz halt eben dann arbeite, dann werden natürlich diese ganzen Steckerübergänge auch entsprechend mit rausgerechnet. Da kommen wir dann gleich bei den Berechnungen auch nochmal drauf zu sprechen, weil das ist nicht ganz so trivial, was da so alles passiert. Und deswegen versucht man ja heutzutage auch von diesen ganz einfachen Messgeräten erstmal wegzukommen, weil sie wollen ja irgendwann eine Aussage haben, passt das oder passt das nicht. Bei der Übertragung kann man es mit dem entsprechenden Netexpert ausprobieren, kann gucken, ob der halt eben sagt, ja, das passt von der Übertragung her. Aber bei einer richtigen Dämpfungsmessung wird das Ganze dann schon ein bisschen schwieriger. Okay, also auch da, jetzt müssen wir wissen, als nächstes, welche Grenzwerte sind eigentlich für die LWL-Komponenten wichtig? Weil wir reden ja hier von Steckverbindern, die gegeneinander gesteckt werden. Und da muss dann geguckt werden, was ist denn da vom Standard her überhaupt zulässig? Also 0,75 dB ist erstmal der Dämpfungswert, den eine Stecker-Stecker-Verbindung von zwei Standardsteckern gegeneinander haben darf vom Standard her. Ein Kunde kann natürlich auch was anderes fordern, das ist dann mit dem Kunden überlassen, aber prinzipiell sagen die Standardisierungsgremien, das genügt uns erstmal, damit wir eine vernünftige Übertragung stattfinden lassen können. Bei Single Motor gleiche 0,75 dB bei einer 100% Prüfung. Dann kommt die Kabeldämpfung mit dazu, mit entsprechend 3,5 dB bei 850 Nanometer und 1,5 dB bei 1300 Nanometer. Bei Single Mode 1 dB pro Kilometer bei 1310 und bei 1550. Es gibt inzwischen aber auch bessere Fasern, die liegen dann bei 0,4 dB pro Kilometer. Und das sind so die Parameter, die man dann so alle wissen sollte, damit man halt eben dann auch das entsprechend richtig dann auch alles entsprechend anwenden kann. Dann kommen natürlich noch die Steckverbinder meiner Referenzkabel mit dazu. Also wenn ich eine Referenz auf einen Referenzstecker stecke, also beim Testen meiner Referenzkabel, dann darf da nicht mehr als 0,1 bei Multimode und es darf sogar 0,2 bei Single Mode, weil 0,1 kriegt man messtechnisch nicht auf die Reihe, deswegen hat man da 0,2 für genommen. Bei Referenz auf beliebig liegt es bei 0,3 bei Multimode, das heißt also, wenn ich mit meinen Messkabeln an meine zu messenden Strecke mich anstecke, dann darf dieser Übergang 0,3 dB betragen. Woher weiß man das? Das wissen heutzutage die guten Messgeräte von selber. Und bei Single Mode darf das Ding 0,5 dB haben. Das heißt zu gut Deutsch, wenn wir jetzt hergehen und uns mal so eine Kabelstrecke nehmen und mit so einem Sender und einem entsprechenden Empfänger da eine Messung dran durchführen wollen, dann haben wir vorher natürlich auch mal so ein Dämpfungsbudget zu erstellen, um zu sehen, ob das überhaupt machbar ist. Und dann muss man hergehen, muss man halt eben die Gesamtlänge der Kabelstrecke wissen. Also man guckt sich das Ganze bei den verschiedenen Wellenlängen an. Also man muss dann, wenn man mit Multimode arbeitet, schon mal mit zwei Werten arbeitet, wenn man mit Single Mode arbeitet, nur mit einem. Und dann muss man halt entsprechend dann die Länge nehmen. Jetzt haben wir natürlich hier in einem Rechenbeispiel was Einfaches genommen, weil 100 Meter Multimode-Strecke kann man relativ einfach rechnen, 3,5 dB pro Kilometer, bleiben 0,35 pro 100 Meter übrig, plus halt eben die Steckerdämpfungen an der Prüfschnur. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema. Prüfschnur bedeutet in dem Fall, Referenzstecker gegen einen beliebigen Stecker. Ich gehe nochmal eine Folie zurück und Sie erinnern sich, da stand dann hier beim Multimode hier unten Referenz auf beliebigen Stecker 0,3. Und das sind genau die 0,3, die man da auch wiederfindet. Dann kommt manchmal die Frage in Seminaren, ja, aber Sie haben doch vorhin gesagt, von Stecker auf Stecker darf ich 0,75 haben. Ja, wenn ich einen Standardstecker gegen einen Standardstecker stecke, dann ja, aber hier stecke ich einen Referenzstecker entsprechend auf meine zu messende Strecke und da ist dann ein anderer Wert drin. Und wenn man dann so mal guckt, dann sind das schon relativ niedrige Werte mit 0,95 dB, 0,75 dB für eine Dämpfungsmessung einer 100 Meter Kabelstrecke. Wenn die Strecken kürzer werden, werden die Werte noch niedriger, weil dann nämlich der Teil mit der Kabeldämpfung noch entweder kleiner wird. Die Steckerdämpfung bleibt.
Dann haben wir natürlich das andere, wenn wir zum Beispiel eine Channel-Prüfung durchführen. Und dann ist jetzt mal als Beispiel die schwierigste Klasse genommen, nämlich eine Channel-Prüfung mit Hilfe von einer Drei-Schnur-Referenz, weil auf der einen Seite ist der Stecker ein anderer als auf der anderen Seite oder die sind anders als das am Messgerät. Egal warum, aber ich habe da eine Drei-Prüfschnüre-Referenz gebildet und dann muss man sich die ganze Mathematik mal ein bisschen komplizierter vorstellen. Es ändert sich nichts an den grundlegenden Werten, ne? Aber dann tauchen hier auch die Steckerdämpfungen am Verteilerfeld mit auf. Das heißt also, da haben wir dann die 0,75 dB. Aber wenn ich eine Permanent-Link-Prüfung mache, das war das Bild davor, dann habe ich hier an dem Steckverbinder maximal 0,3 dB. In der Regel wissen heutzutage die Messgeräte, wenn man automatisierte Messsysteme hat, wissen damit umzugehen, wie man das entsprechend dann auch bewerten muss. Das Gleiche halt eben noch einmal für einen Permanent-Link gemessen mit einer 3-Prüfschnur-Referenz. Da sieht es dann noch ein bisschen komplizierter und noch niedriger aus, weil da haben wir dann hier zweimal den Wert Referenz auf beliebig minus Referenz zu Referenz. Und dann kommt man letztendlich hinterher noch auf einen Wert von 0,2 dB pro Steckverbindung. Es wird also schon deutlich enger da an der ganzen Stelle mit einer maximalen Dämpfung von 0,75 dB beziehungsweise 0,55 dB bei 800, bei 1300 Nanometer und 0,7 dB bei Single Mode. Also das Thema, was wir da haben, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen komplizierter, dass wir dort halt eben entsprechend dann darauf achten müssen, dass wir dort dann die richtigen Berechnungen durchführen. Und dazu kommt dann noch, dass die zulässigen Dämpfungsbudgets in unseren Verkabelungsinstallationen deutlich kleiner werden. Und zwar je nachdem, was ich da übertragen möchte. Und wenn ich aber in meinem Rechenzentrum bin und über MPO-Verkabelung rede, wo ich dann womöglich eine Kassette noch mit drin habe, die von MPO auf Standardstecker umsetzt, dann kann mein Budget auf einmal ganz verdammt eng werden. Und das muss man halt eben entsprechend dann dort berücksichtigen. Abhilfe ist natürlich auch oder natürlich eine große Ursache für Messunsicherheiten darstellt, ist unter anderem natürlich auch nur das Thema schlechte Qualität von Messkabeln und Adaptern. Weil wir haben viele Kunden, die dann einfach sagen, ja, dann nehme ich halt irgendein Patchkabel und mache damit dann den Nullabgleich. Herzlichen Glückwunsch, damit kriegen Sie nämlich dann den 0,1 dB, nur in den seltensten Fällen, wenn Sie auch Stecker auf Stecker messen. Man hat manchmal auch ein undefiniertes Testsignal, auch da muss man aufpassen. Undefiniertes Testsignal bedeutet zum Beispiel, ich habe eine LED-Lichtquelle oder ich habe eine Pixel-Lichtquelle. Lange war? Okay. Da haben wir natürlich das Thema mit dem undefinierten Testsignal. Das haben wir dann vor allen Dingen, wenn wir halt eben über entsprechende Lichtquellen sprechen. Und man hat halt eben auch früher in der Technik mal LED-Lichtquellen verwendet. Eine LED-Lichtquelle macht in der Regel eine Überstrahlung einer Glasfaser. Eine Pixel-Lichtquelle, die man zwischendurch auch mal eine Zeit lang verwendet hat, die so ähnlich ist wie diese SFP-Lichtquellen, die man in diesen SFP mit drin hat, hat man auch verwendet. Die haben aber den Nachteil, die strahlen nicht genau den gesamten Kern an. Und was dann zur Folge hat, dass man Fluchtungsfehler gar nicht mitkriegen würde. Und natürlich sind das Thema unkalibrierte Messgeräte auch ein Problem mit dabei. Also regelmäßige Kalibrierung der Messgeräte ist zum einen natürlich dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann die definierten Testsignale. Da reden wir heutzutage über das Encircled Flux-Verfahren und natürlich die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften halt eben dann, zum Beispiel der DIN ISO IEC 14763-3, die halt natürlich auch entsprechende Materialien auch entsprechend vorschreibt, die für die Messung halt Referenzkabel vorschreiben. Und das ist also ein Punkt, da kommt man heutzutage immer häufiger hin. Und unsere Richter bei Gerichten, wenn sowas dann mal bei Gericht landet, sind nicht mehr dumm, sondern die haben heutzutage auch technische Ahnung. Die nehmen in der Regel als Richter da auch durchaus Leute, die aus dem Fach kommen. Okay, das soll aber erstmal zu dem Thema Herausforderung genaue Messung noch nicht ganz sein, sondern was ist eigentlich dieses Encircled Flux? Das heißt im Deutschen eigentlich ein sogenanntes eingeschlossener Lichtstrom. Dieser eingeschlossene Lichtstrom ist das Thema, dass wir eine Definition brauchten in der Standardisierung für die Messtechnik, um halt eben tatsächlich zu definieren, wie ist das Lichtsignal, was in meine Kabelstrecke reingeht.
damit ich auch hinterher gucken kann, was kommt am anderen Ende raus, dass das also auch vergleichbar wird. Und da hat man sich, wie gesagt, auf dieses Encircled-Flux-Verfahren geeinigt, wo man halt eben eine ganz bestimmte Ausleuchtung eines 50 oder 62 Fünfer Kerns, also auch die 62 Fünfer Kerne sind da noch mit berücksichtigt worden hat, wo dann eine ganz bestimmte Leistungsverteilung über den Kernradius passiert. Und das Ganze fasst man in so einer Hysteresekurve dann auch zusammen. In diesem Fenster, was man da sieht, und das ist leider ein bisschen klein geraten, ich müsste das mal viel größer zeigen, da hat man halt eine Hysterese drin, eine obere und eine unteren Grenzwert. In diesem Fenster müssen die Messgeräte heutzutage ihre Quellen haben zum Senden. Im Gegensatz dazu, wie das früher halt manchmal war, dass man mit Wechselquellen gearbeitet hat, das ist halt eben deutlich kleiner, ein Ausbreitungsfeld, als bei EF, beim Encircled Flux Verfahren. Und aus dem Grunde halt eben ist das heutzutage nicht mehr gewünscht, dass man mit Wechseln dieser Quellen Messtechnik macht. Mit LEDs kann man es immer noch machen, aber dann muss man einen Modenkonverter dranhängen, der in der Lage ist, aus dem Modenfeld, was so eine Leuchtdiode in den Kern und Mantel reinstrahlt, auch wirklich nur die 50 Mikrometer dann rauszufischen. Aber das ist ein anderes Thema. Führt halt eben dann zu entsprechend guten Messgenauigkeiten. Das ist, es wird die Reduzierung der Messunsicherheit dabei angeführt. Es gibt präzisere Messergebnisse, höhere Wiederholbarkeiten und natürlich Austauschbarkeiten zwischen verschiedenen Herstellern. Früher war das so, wenn man von Hersteller A ein Messgerät genommen hat und von uns eins genommen hat, wer auch immer jetzt A jetzt gewesen sein mag, und dann Vergleichsmessungen gemacht hat, dann konnte das zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, weil das halt eben tatsächlich von den früheren Normen auch noch gar nicht berücksichtigt worden ist. Man hat dann irgendwann mal gesagt, nee, also Toleranzen zwischen zwei Messgeräten von mehr als 10%, das kann man nicht erlauben und deswegen das Encircled Flux gemacht. Dazu hat man in die Standards auch reingeschrieben, was alles getestet werden soll. Diese Liste gehen wir jetzt nicht der Reihe nach durch, aber Sie sehen, da ist von Identifikation und Einzelheiten des Parameters über Angabe der Übertragungsstrecke, Installationsstrecke oder Channel, verwendetes Prüfgerät, Typ und Hersteller bis unten zur Messungenauigkeit und nicht ganz unwichtig, Name und Unterschrift des Prüfers. Alles mit dabei heutzutage. Das muss heutzutage auf dem Protokoll zu stehen kommen. Und wenn man sich dann halt eben Messungen mit so einem Bayer-Expert anguckt, der unter anderem auch Mikroskopie kann, das haben wir in dieser Folie mit reingepackt, dann hat man dort halt eben genau diese ganzen Messungen mit drin und diese ganzen Protokolle, die gucken wir uns dann gleich nochmal. Also, das Ding hat eine grafische Oberfläche, weil unser Bayer-Expert ist halt ein grafisches Messgerät mit vielen Bedienelementen, die man halt eben auf dem Touchscreen darstellt. Und dort kann man in der Konfiguration dann einstellen, ob ich eine One-Jumper, Two-Jumper oder Three-Jumper mache, je nachdem, welchen Standard ich ausgewählt habe. Bei manchen kann ich den Two-Jumper gar nicht mehr anwählen. Das hat man, wie gesagt, früher mal verwendet, wenn die Kabel, die man zum Messen genommen hat, andere Stecker hatten als die Kabel an der Kabelstrecke. Aber inzwischen sagen die Standards auch ganz klar, dann bitte drei Jumper verwenden. Und je nachdem, was ich dann ausgewählt habe, kriege ich dann nochmal angezeigt, entsprechend, wie viele zusätzliche Stecker sind drin. Die Endstecker, und das steht hier oben in dem Satz ein bisschen verklausuliert drin, die Endstecker bei der One-Jumper-Methode weiß das Gerät bereits. Bei einer Two-Jumper würde er nur einen abziehen, bei einer Three-Jumper zieht er gar keinen ab, weil eine Three-Jumper-Methode an der Stelle halt eben anders kalkuliert wird, und zwar von den Grenzwerten her. Dann habe ich eine Konfiguration, wo ich dann entsprechend nach dem Standard arbeiten kann, mit einem entsprechenden Kabel drin, mit einem Brechungsindex, weil der Brechungsindex bei der Glasfaser entspricht dem NVP beim Datenkabel, beim Kupferkabel. Und damit den brauche ich halt eben, weil wir auch bei unserem Messgerät auch eine Länge rausbringen. Und dann muss man als nächstes erstmal einen Nullabgleich durchführen. Dazu geht man dann in die Tools bei unserem Messgerät rein und hat dann dort die Möglichkeit, je nachdem, welches Verfahren man für die Referenz angewendet hat, kriegt man dann das Bild mit jeweils einem Kabel zwischen Sender und Empfänger oder zum Beispiel mit drei Kabeln oder auch mit zwei, wenn das bei den Standards, die man ausgewählt ist, überhaupt noch zulässig ist. Und das hängt, wie gesagt, von dem gewählten Bezugsverfahren ab. Und dann bekomme ich als nächstes auch die entsprechenden Nullreferenzwerte, die zum Beispiel bei unseren Multimode-EF-Kabeln so im Bereich von etwa, ich sag mal, 17 bis 20 dBm liegen sollten, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Das ist dann nur ein bisschen Makulatur, weil minus 20 dBm ist schon so wenig Signal, das macht eigentlich dann auch schon nichts mehr aus. Okay, das Ganze dann anschließend an eine Kabelstrecke angeschlossen, dann drückt man auf eine Autotest-Taste, dann macht er einen Autotest und je nachdem, welches Verfahren und mit welcher Direktionalität ich das vorher
definiert habe, ob ich jetzt ein Loop-Verfahren gemacht habe, wo ich ohne Remote-Gerät auskomme oder ob ich mit einem entsprechenden Verfahren mit Local und Remote gearbeitet habe, mit entsprechendem Ein- oder Drei-Kabel-Abgleich, kriege ich dann die entsprechenden Bilder hinterher angezeigt und die dazugehörigen Werte, je nachdem, wie ich das halt eben definiert habe. Da können schon ein paar Zahlen bei zusammenkommen, aber das sind keine grafischen Frequenzgangkurven wie bei Kupfer, sondern das sind einfach nur nackte Zahlenwerte in dB. Fertig, Ende. Dann ist halt eigentlich relativ unspektakulär. Und das ist natürlich dann auch dieser Nachteil, wieso kosten denn dann solche Module, die man dann in so ein Wire-Expert reinsteckt, wenn man so viel Geld, wenn da nur unspektakulärerweise ein paar Zahlen da rauskommen, weil man es dann richtig gemacht hat und mit Mikroskopie natürlich dann auch richtig entsprechend dann auf die Sauberkeit geachtet hat, damit da auch nichts schiefgegangen ist. So, das wäre mal dann das Thema der Messberichte. Da kann ich dann halt entsprechende Summenberichte hinterher aus unserer Software rausholen. Ein Einzelbericht ist, wie gesagt, lauter Zahlengräber und da unten stehen dann die ganzen Applikationen, die man darüber übertragen kann. Aber das sind einfach nur ein paar Zahlen, mehr ist das nicht. Aber wichtig ist halt eben dieses Häkchen da oben in der Ecke, das ist auf grünem Grund, damit man halt eben weiß, die Messung ist bestanden. Dann halt eben natürlich die Mikroskopiebilder auch noch mit dabei, die man halt eben entsprechend dann für die Kabelstrecken dann auch zu Dokumentationszwecken mit ablegen muss heutzutage. Da gibt es gar keine Frage mehr. Damit haben wir die Dämpfungsmessung jetzt erstmal abgehakt, weil im Prinzip, ob ich jetzt eine Dämpfungsmessung mit dem Wire-Expert mache, der Unterschied ist einfach der, beim Wire-Expert kriege ich noch eine Längenaussage mit raus und ich mache zwei Fasern mit einer Messung. Bei einem Dämpfungsmesser, der aus Powermeter und Lichtquelle besteht, ist das halt eben ein Zahlenwert. Mehr ist das dann entsprechend dann nicht. Gucken wir mal noch fix in die Fiber-Expert-Messung rein, in die sogenannte Reflexionsmesstechnik oder OTDR-Messtechnik. Da geht es also natürlich um das Thema, dass wir dort entsprechende Begriffe haben. Das ist also nichts anderes als eine ortsaufgelöste Reflexions- und Dämpfungsmessung, weil die Dinger können heutzutage auch die Dämpfungen gleich richtig ermitteln. Und zwar gibt es da ganz tolle Verfahren in den Geräten, nämlich, dass die das vollautomatisch machen, früher. Und ich kann mich noch entsinnen, ich habe vor 26 Jahren, Entschuldigung, habe ich mal in der Firma gearbeitet, die WaveTech geheißen hat. Da habe ich dann auch den Herrn Huber, der links von mir sitzt, auch schon kennengelernt. Den kenne ich also auch schon seit 27 Jahren. Und da haben wir halt eben dann natürlich auch solche Messgeräte gehabt. Da haben wir OTDRs gehabt, die waren sündhaft teuer. Die hat man als 19 Zoll Einschub bekommen. Da muss man noch einen Messeinschub nochmal extra dazu kaufen. Gesamtkosten von so einem Ding 120.000 Euro, D-Mark damals noch, Entschuldigung, und 35 Kilo schwer. Na, heutzutage ist so ein OTDR eine Sache, die wiegt knapp ein Kilo und man hat ein Präzisionsmessgerät mit vier Wellenlängen in der Hand, das ist ganz fein. Die wichtigen Begriffe, die wir dazu kennen müssen, sind halt eben die Begriffe der Rückstreuung, des Brechungsindexes, nicht reflektive und reflektive Ereignisse, Faserende, Geisterbilder. Da müsste man mal ein ganzes Seminar darüber abhalten, wie man solche Bilder entsprechend kommentieren kann. Und natürlich das Thema Vor- und Nachlauffaser. Wir haben dazu auf jeden Fall mal ein Thema. Wie funktioniert so ein OTDR? Naja, im Prinzip ist da erstmal ein Impulsgenerator drin, der mit einer Laserquelle ansteuert. Die schickt dann das Signal über einen Richtkoppler auf den Messport des Messgerätes. Was dann aus der Kabelstrecke wieder zurückkommt, wird dann über diesen über diesen entsprechenden Koppler dann auf einen entsprechend ganz empfindlichen Detektor draufgegeben, weil die Rückstreusignale, die wir von der Kabelstrecke kriegen, die liegen also im Bereich von minus 70 bis minus 80 dBm, Entschuldigung. Und das sind schon sehr empfindliche Dinge und das Ganze wird dann nochmal ein bisschen verstärkt, wird dann in eine Analog-Digital-Schaltung überführt und dann kommt so eine Auswerte- und Darstellerschaltung, die dann hinterher aus meinem entsprechenden Objekt, was ich dran gehängt habe, hinterher eine Kabelstrecke als Bild macht. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ganz wichtig hierbei ist aber auf jeden Fall, wir müssen in jedem Fall, auch das ist standardisiert heutzutage, mit Vorlauf- und Nachlauffaser arbeiten. Wenn man dann Bilder bekommt von einem Installateur, wo nur eine Vorlauffaser dran gehangen hat, dann weiß ich nur, wie dieser Stecker hier vorne aussieht. Aber ich weiß nicht, wie der Stecker am Ende meiner Kabelstrecke aussieht. Deswegen muss man da eine Nachlauffaser dran machen. Und das ist heutzutage tatsächlich standardisiert. Und je nachdem, welche Ereignisse man dann entsprechend da drin hat, sei es jetzt ein Stecker, kriege ich eine Reflexion. Habe ich einen Fusionsspeis, kriege ich eine Dämpfung. Habe ich einen Knick drin, kriege ich eine Dämpfung. Habe ich einen, ich sag mal, Steckverbinder irgendwo wieder mit drin, kriege ich eine Reflexion. Habe ich einen mechanischen Spleis. Je nachdem, von wem der ist und wie der ausgeführt ist, kann der eine Reflexion haben.
dürfen die auch tatsächlich einen Spleißdarf, eine Reflexion bei Multimode von 20 dB haben. Bei Single Mode sind die deutlich höher, aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich halt eben, wenn ich dann irgendwo einen Bruch drin habe, eine Kerbung zum Beispiel in meiner Faser, dass die innen drin so weit angebrochen ist, dass der Kern schon mit beeinträchtigt ist, dann kriege ich halt eben auch einen hohen Puls raus. Und an meinem Steckverbinder am Ende, wenn das Signal dann überhaupt noch bis dahin kommt, dann möchte ich natürlich auch wissen, wie da hinten die Steckerdämpfung ist. Und da reicht mir eine einseitige Messung eigentlich auch nicht mehr für aus. Deshalb haben die Normen ganz klar gesagt, wir müssen mit Vor- und Nachlauf arbeiten. Der Hintergrund ist der, wenn das Signal aus dem OTDR rauskommt, dann kommt hinter dem OTDR-Port erstmal eine Totzone. Je nach Messgerät kann die sein zwischen, wenn Sie ein gutes Messgerät haben, wenige Meter bis runter, teilweise knapp unter einen Meter sogar, bis rauf, teilweise 10 Meter lang. Und wenn Sie da dann gleich ein Patchkabel dran haben, 2 Meter lang und damit dann auf Ihre zu prüfende Verkabelung draufgehen, dann kriegen Sie alles Mögliche raus, nur kein Messergebnis. Und darüber müssen wir uns dann im Klaren sein. Messungen bedeuten halt eben auch, man muss sich an bestimmte Dinge dabei halten. Und da gehört halt mit dazu, wir müssen eine Vorlaufprüfschnur und eine Nachlaufprüfschnur haben, die länger sind als die Dämpfungstotzonen des Gerätes. Die Dämpfungstotzonen hatte der Huber letzte Woche schon in dem Seminar schon mal, im Webinar schon mal gezeigt. Deswegen habe ich da jetzt drauf verzichtet. Ich gehe davon aus, Sie waren letzte Woche auch alle da. Wenn nicht, Video angucken, da ist das ganz genau drin beschrieben. So, das heißt also zu gut Deutsch, unsere Messstrecke richtig messen zu können, damit ich die entsprechenden Dämpfungen am Eingangs- und am Ausgangsstecker meiner Strecke, egal was dazwischen ist und wie viele Steckverbinder sich dazwischen noch verbergen oder wie viel Spleiße, dass ich dann die beiden richtig messen kann, muss ich mit Vor- und Nachlauf arbeiten. Mindestlänge von der Norm waren mal 75 Meter für Multimode und 150 Meter für Single Mode. Wir haben aber auch Kunden, die arbeiten mit 1 Kilometer Vorlauf, aber die sind in der Regel nicht im LAN-Bereich unterwegs, sondern die sind dann draußen, sitzen dann in irgendeiner Manngrube von der Deutschen Telekom und spleißen da gerade irgendwelche Fasern wieder mit zusammen, die dann irgendwelchen Umsetzern dann hinterher geprüft werden müssen. Also das ist eine andere Geschichte. Okay, wenn man sich jetzt ein Fiber Expert anguckt, das ist heutzutage ein hochmodernes Gerät, sehr klein, der ist kleiner von der Stirnfläche als der hier und hat dann halt eben da eine ganze Menge an sowohl Know-how drin, als auch entsprechend halt eben Einstellungen drin. Wenn man heutzutage eine Messung durchführen will, muss man ein paar Parameter einstellen. Wenn man also die OTDR-Funktion auf dem Ding aufruft, dann kann man entsprechend dann halt eben sehen, wenn man dann einen Test startet, wie der gleich in seiner Kurve von seinem Puls, der reinkommt, direkt ins Rauschen abgibt und weg ist er. Wenn man so eine Messung dann machen würde, macht natürlich keinen Sinn, ne? Dann sehe ich die Totzone von dem Gerät, Ende. Was man macht, ist halt eben, dass man dann hergeht und erstmal eine Konfiguration einrichtet. Bei Konfiguration einrichten gibt es 2 Varianten. Die Schnellkonfiguration, die dann halt die wichtigsten Parameter, wie welche Laser sollen angesteuert werden, welche Erfassung soll gemacht werden, welcher Messbereich, tunlichst dann alles auf Auto stellen, weil das Messgerät kann das selber feststellen, was der für eine Pulsbreite braucht, um entsprechende Messungen an entsprechenden Kabelstrecken durchzuführen. Dem muss man das nicht unbedingt noch haarklein vorschreiben. Außer der Kunde sagt, ich will aber unbedingt meine Messung immer mit einer bestimmten Pulsbreite durchgeführt haben, dann stellt man die da entsprechend ein. Man sollte aber vorher dem Kunden auch klar gesagt haben, was ist denn im Rahmen unserer strukturierten Gebäudeverkabelung da eigentlich sinnvoll? Ne? Da macht da keinen Sinn, mit 30 Millisekunden Puls in eine Kabelstrecke zu gehen, die 100 Meter lang ist, weil ein 30 Millisekunden Puls auf der Glasfaser entspricht hinterher einem Puls, der so breit ist, dass er über alles drüber bügelt und Sie gar kein Ergebnis mehr rausbekommen. Auch da, man könnte mal so Profi-Sessions machen, wo man sich mal solche Dinger dann auch wirklich mal live anguckt, aber das macht man dann auch nicht mehr mit Kamera, sondern das macht man dann nur noch mit Bildschirm und Übertragung des Bildschirms von dem Messgerät entsprechend dann, aber darüber kann man später nochmal reden. Also das wäre mal das Thema, da könnte man zumindest mal schon mal eine kurze Einstellung machen, da ist noch lange nicht alles drin. Weshalb es bei dem Messgerät auch die Möglichkeit gibt, einfach auf die Setup-Taste zu drücken, die am Gerät dran ist. Und sobald ich die Setup-Taste drücke, springt der in das zuständige Setup-Menü. Das heißt, wenn ich im Multimode OTDR drin bin, was man daran sehen kann, dass hier unten Expert MM dran steht, dann kann ich halt eben davon ausgehen, dann springt der auch in die Einstellungen für mein Multimode OTDR und nirgendwo anders rein. Wenn ich Mikroskopie mache, die man mit dem OTDR aufmachen kann, durch USB-Ansteckbar, dann würde er beim Setup in einem Mikroskopiefenster in die Einstellung fürs Mikroskop springen. So viel Intelligenz haben diese Kisten heutzutage schon. So, dann geht man da rein und dann kann man sehen, man hat dort
auf der rechten Seite die Erfassung, die Alarme, die Analyse, die Strecke und die Datei. Und weil wir heute nur einen eingeschränkten Zeitrahmen haben, kann ich nicht alles zeigen. Wer da Interesse hat, können wir gerne mal uns das Ganze mal gemeinschaftlich angucken, aber da brauchen wir dann mal so 2 Stunden für. Aber grundsätzlich mal habe ich hier halt eben auch die Möglichkeit, Automatismen mit anzubringen. Also grundsätzlich mal, wenn ich Messtechnik nach Norm mache, messe ich immer mit beiden Lasern an. Messprotokolle abliefern, wo nur eine Wellenlänge drauf ist und dann womöglich noch die falsche. Das haben wir hier bei uns im Hause auch schon gehabt. Da kam dann mal unser Services Manager zu uns und sagte, könnt ihr euch mal die Protokolle angucken? Die kommen uns so komisch vor. Und das war nur auf 13 Nanometer gemessen, nur mit einer Vorlauffaser, kein Nachlauffaser und mit Pulsbreiten von 30 Nanosekunden in einem Inhouse-System. Da wussten wir schon gleich, da ist irgendwas faul. Dann haben wir das mal nachgemessen mit unserem OTDR mit 3 Nanosekunden Pulsbreite, mit Vor- und Nachlauffaser. Und siehe da, wir haben bei 48 Kabelstrecken 2 Kabelstrecken gefunden, die intakt waren, also 4 Fasern, die da noch intakt gewesen sind. Das war ein ziemlich armseliges Bild von dem Installateur. Dann hat man die Erfassung, die kann man natürlich auch manuell machen. Ich kann manuell natürlich auch den Messbereich einstellen, alles. Aber grundsätzlich mal diese Automatismen, das Gerät schickt einen Puls raus, guckt, kommt wieder was zurück. Wenn nichts zurückkommt, schickt er den nächsten breiteren Puls. Das ist dann für die Technik, wenn es eigentlich im Campusbereich zugeht, wo man schon mal über 1500 Meter Faser reden kann. Da ist das sicherlich nicht verkehrt, aber ansonsten im Inhouse-Bereich Automatismus einstellen und dann sucht er sich die richtige Pulsbreite dann entsprechend mit raus. Das Gleiche gilt für die Messdauer. Ein OTDR, wenn der einen Puls durch das Ganze durchschickt und dieser eine Puls kommt auch wieder zurück, dann kriege ich ein sehr stark verrauschtes Signal bei dem Ganzen raus. Also macht man heutzutage auch eine gewisse Zeit lang Messungen. Wie lange das Gerät sich da ausgesondert hat, sehen wir dann gleich. Im Automatikbetrieb testet er, wann er eine saubere Messung von Dämpfungen und der Steigung der Kabelstrecke machen kann. Dann kommt das Thema, der OTDR-Stecker sollte getestet werden, bevor man eine Messung durchführt. Da gibt es den Punkt, dass ich das nicht messe oder dass ich messe und weitergehe oder dass ich messe und abbreche, je nachdem, wie das Ergebnis ist. Wenn der Stecker nicht gut ist, sollte man eigentlich das hier auf Ja und Abbrechen stellen. Ich persönlich sage immer, ich achte auf mein Messgerät, mein Port ist immer schön sauber und dann kriege ich da auch gar nicht erst so irgendeine Fehlermeldung raus, weil das kann da bei dem Gerät eigentlich nicht passieren. Aber wer so alles ein Gerät in den Finger bekommt in der Firma, weiß man nie so ganz genau. Also deswegen Ja und Abbrechen wäre natürlich auch eine Methode. Und dann gibt es Vorlauf- und Nachlaufkabelereignisse. Das Schöne bei den intelligenten Geräten ist, die haben so viel Rechenleistung drin, dass die also auch zählen können. Man glaubt es kaum. Ne? Der kann nicht nur Pulse rausschicken und die Pulse dann messen, sondern der kann auch zählen. Und zwar anhand der Reflexionspulse kann er feststellen, wo ist das Ende meines entsprechenden Vorlaufkabels erreicht. Und da steht hier Vorlaufkabel Ende Ereignis 1. Und zwar vom Messgerät aus gesehen. Und dann kommt als zweites Nachlaufkabel Anfang Ereignis 1. Beim ersten Mal habe ich auch so gedacht, komisch, das kann doch nicht das Gleiche sein, das kann doch nicht stimmen. Ne? Hab da ein bisschen mit rumgespielt und kam dann drauf, doch, der kann das. Weil der guckt dann nämlich sich die Kabelstrecke bis zum Ende der Nachlaufphase an, wo dann das Signal hinterher ins Rauschen abkippt und sagt dann, okay, von da aus zähle ich rückwärts, wo der Anfang meines Nachlaufkabels ist. Deswegen ist man damit unabhängig von der dazwischenliegenden Strecke, wie viele Ereignisse da drauf sind. Die Kisten können heutzutage denken, man glaubt das nicht. Und zwar sinnvoll und vernünftig und auch gut. Okay, also Nachlaufkabel Anfang, erstes Ereignis vom Ende der Gesamtstrecke gesehen. Dann natürlich auch noch, will ich meine Eingangsstecker messen? Ja. Will ich meinen Ausgangsstecker messen? Ja. Die möchte man ganz gerne mitgemessen haben. Und dann habe ich im Prinzip die Einstellung für eine Messung alle durchgeführt, dass ich halt eben eine Messung starten kann. Wie startet man eine Messung? Naja, man drückt auf den Start-Stopp-Knopf an dem Ding. Der hat tatsächlich sowas, ne? Start-Stopp wie beim Auto. Bei den modernen Autos. Meiner hat einen Schlüssel, muss ich auch rum. Egal. Wenn ich dann so eine Messung starte, dann läuft erstmal die automatische Konfiguration. Das heißt, der schickt die ersten Testpulse raus und guckt erstmal, was kommt da zurück. Und dann sagt er, okay, wir haben eine gute Verbindung am Messport. Und dann sieht man auch schon relativ schnell die ersten Bildchen, während er noch weiter aufzeichnet. Und der macht also zum Beispiel bei dieser Messung eine Messzeit genommen von 20 Sekunden. Eine OTDR-Messung ist nicht mal so einmal abgeschossen, zurückgekommen, fertig, sondern der schickt 20 Sekunden lang Pulse raus. Das sind dann schon ein paar tausend Stück. Wenn man hier mal in dieses rote Feld reinguckt, da steht irgend von 23.000, also um die 24.000 Messungen, die der bei einer Wellenlänge dann gemacht hat. Weil da ist er erstmal bei 850 Nanometer, 3 Nanosekunden Pulsbreite.
wie die Phase geheißen hat, kann man auch definieren im Gerät. Da gibt es auch nochmal Einstellungen dafür. Und dann hat er erstmal die Messung angefangen und hat festgestellt, dass er eben 20 Sekunden braucht, um ein vernünftig gemitteltes Signal zu bekommen und um eine stabile Kurvendarstellung auch daraus zu bekommen, die also nicht von Rauschen überlagert ist. Sondern sieht man halt hinter als nächstes dann sowohl halt eben in dem Bildchen, wo die Vorlauffaser geendet hat, wo die Nachlauffaser angefangen hat, wo das Ende der Gesamtstrecke erreicht ist und das Signal danach ins Rauschen abkippt. Und dazu gibt es dann gleich auch eine Tabelle, wo dann halt eben entsprechende Werte mit drin sind. Unter anderem ist da hier auch nochmal so ein Geisterbild bei einem Ereignis 5 mit drin. Das ist ein Bildchen gewesen, das habe ich mal speziell angefertigt, damit man überhaupt mal ein Geisterbild zu Gesicht kriegt. Geisterbilder erkennt man immer daran, die haben keine Dämpfung, aber eine extrem hohe Reflexionsdämpfung. Und das sind dann Geisterbilder. Die kommen daher, weil es zu Mehrfachreflexionen zwischen dem Messgerät und den einzelnen Steckern am Messgerät und an den zu messenden Kabelstrecken und den Nachlaufkabeln kommt. Und der hat eben halt ein Geisterbild festgestellt bei 179,53 Meter. Das war dann tatsächlich am Ende meiner Kabelstrecke, dass er da ein Geisterbild gesehen hat. Wenn man Geisterbilder sieht, ist das nächste dann dabei, dann muss man mal überlegen, sind eigentlich alle Stecker wirklich sauber gewesen? In dem Fall kann man hier auch schon sehen, da war der Stecker an der Position Nummer 3 nicht sauber, weil der da mit einer Dämpfung von 0,808 dB rausgeflogen ist. Die Reflexion sah noch relativ gut aus, aber das hier ist die Ursache gewesen für das Geisterbild, weil ich dann hinter am Ende der Kabelstrecke gesehen habe. Das wiederholt sich dann auch nochmal, dieses Geisterbild. Das sieht man dann da hinten nochmal und da nochmal. Also diese Geisterbilder sind Sachen, die durch Mehrfachreflexionen entstehen. Aber auch da kann man sich eine Stunde locker darüber unterhalten. Wollen wir nicht. Gut, wenn man das Ganze jetzt hat, kann man sich dann entsprechend ranzoomen, wie man braucht. Da gibt es auch wieder Automatismen. Enter-Taste drücken, zoomt auf den gesamten Messbereich. Dann kann man als nächstes natürlich dann auch noch was die sogenannte SLM-Funktion angucken. Das ist die sogenannte Smart Link Mapper-Funktion, wo man eine Glasfaser-Kabelstrecke als Anzahl von entsprechenden Ereignissen aufgeführt wird. Und dieses Beispielbild haben wir mal aus dem Gerät rausgeholt, weil da eine Kabelstrecke aus dem Kabelbereich, also Kabelfernsehbereich drin gewesen ist. Da sind dann so Splitter mit drin und Multiplexer mit drin. Und der hat die also auch alle schön brav gefunden und konnte auch ganz genau sagen, wie die Dämpfer in einzelnen Multiplexern sind und so weiter. Und genau so ein Bild kriegen wir bei unserer Kabelstrecke auch dann entsprechend raus, dass wir dort dann sehen können, wo sind unsere Ereignisse, welche Dämpfung, welche Reflexion haben wir mit dabei. Die Protokollierung kann man mit dem internen PDF-Generator durchführen. Der hat einen PDF-Generator drin, der macht dann erstmal ein Übersichtsblatt, dann macht er als nächstes Blatt ein Blatt für die erste Wellenlänge, die er gemessen hat, als nächstes Blatt dann nochmal für die zweite Wellenlänge. Und damit habe ich meine Dokumentation fertig. Und wenn man die Bewertung, und das hatte ich bei dem Gerät ja auch gemacht, was man an dem grünen Haken hier oben sehen kann, die Bewertung für die einzelnen Elemente damit drin gehabt hat, dann werden die einzelnen Elemente entweder in grün oder rot dargestellt, das Gesamtergebnis halt eben dann auch. Wenn also irgendwo ein Fehler auf der Kabelstrecke ist, dann hat man dann hinterher dann auch dann entsprechendes Kreuzchen in dem Protokoll drin stehen mit rot, damit man weiß, die Messung war nichts. Also grundsätzlich mal, eine Menge Zeug, Dämpfungsmessung, Qualifizierungsmessung und OTDR-Messung in einem Webinar in einer Stunde ist also auch schon sportlich gewesen. Wir haben jetzt ein bisschen über eine Stunde schon drüber, deswegen weisen wir nochmal auf unsere anderen Online-Seminare hin. Wir haben also noch eine ganze Menge an Online-Seminaren, die sich um das Thema Kupfer als auch Glasfaser beziehen, sowohl produktbezogen als auch starke Themen wie zum Beispiel Single-Pair-Ethernet. SPI ist ja jetzt in aller Munde. Power over Ethernet, OTDR-Messung, DCIU, Ping, Traceroute, Normen-Updates und Grundlagen von Abnahmemessungen. Das sind alles so Themen, die wir noch mehrfach mit Sicherheit online aufgreifen werden, weil wir ja momentan physikalische Schulungen nicht machen können, weil wir eine Pandemie haben. In diesem Sinne, dann wäre ich auch schon fertig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? Alfred, sind Fragen reingekommen? Ja, es sind Fragen reingekommen. Oh. Ich schleife mich mal ins Bild. Ich schleife mich mal so halb aus dem Bild raus, ne, damit du mit in das Bild reinkommen kannst. Weil auch wir müssen natürlich hier die Abstände wahren. Ja. Um mal zu gucken, ob das entsprechend. Schönen guten Tag von mir. Mein Name ist Alfred Huber und ich war jetzt so quasi Backstage für Herrn Büsch unterwegs, habe die Fragen gesammelt. Ja, es gab ein paar Fragen. Das Erste, was wir machen müssen, gehen wir schon rein. Ja. Entschuldigung für die Tonstörungen, die wir kurzzeitig hatten. Da hat jemand versucht, uns irgendwie zu hacken oder sowas. Irgendein böser Mitbewerber wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir haben sie da unter Kontrolle gekriegt. Okay, das ist durchgelaufen.
dann Fragen hier. Ich habe jetzt meinen Rechner hier, habe hier einen Zettel mit Fragen. Erste Frage, Gretchenfrage, haben wir wieder mal gehört. Ersetzt Qualifizieren das Zertifizieren? Nein, definitiv nicht. Eine Qualifizierungsmessung ist eine Messung für kleinere Netzwerke, wo man dem Kunden quasi nur nachweisen muss, ja, über diese Verkabelungsstrecken, auch bei Glasfasern, läuft Gigabit Ethernet zum Beispiel drüber oder 10 Gigabit. Das kann ich mit dem Qualifizierer machen, aber es ist, ersetzt keine Zertifizierung, definitiv nicht. Wunderbar. Dann gab es eine Frage, APC, UPC, Kabel, kann man das beliebig mischen? Nee, natürlich nicht. Also da muss man ganz klar, wenn ich Steckverbinder gegeneinander stecke, dann sollen da zwei gleiche Stecker sein. Also ein normaler PC-Stecker, das ist ein geradgeschliffener Glasfaserstecker, aber auch das ist ein Thema von Grundlagen schon gewesen. Und natürlich auch von den Herstellern, die solche Dinger produzieren. Also da gehen wir jetzt mal nicht so ganz tief drauf an, aber PC-Stecker ist ein Geradschliffstecker. Ein APC-Stecker ist ein Advanced Physical Contact Stecker, also mit Schrägschliff. Die setzt man hauptsächlich heutzutage in der Weitverkehrstechnik und im Single-Mode-Bereich ein, weil da Reflexionen sehr schnell der Tod einer Übertragungsstrecke werden können, weil die Sender damit gekillt werden können. Und heutzutage, wenn Sie Hochleistungssender haben, die mit 2,5 Watt auf eine Single-Mode-Faser gehen, dann müssen Sie sich mal ausrechnen, was dann bei diesem Durchmesser, den so eine Single-Mode-Faser, 2,5 Watt dann umgerechnet auf Quadratmillimeter für Leistungen sind, da wird Ihnen schwummerig bei. Und deswegen müssen diese Stecker heutzutage Schrägschliff haben, damit die nicht mit so einer hohen Reflexion dann auf den Sender zurückknallen und den Sender sich selber dann totschießen. Das kommt aber hauptsächlich in der Weitverkehrstechnik. Physical Contact ist Geradschliff. Ein Ultra-Polished Physical Contact UPC-Stecker kann auch in der Kurzstreckentechnik eingesetzt werden, macht aber da, naja, macht schon Sinn, weil man dann sicher sein kann, dass die Stecker gut sind, aber es ist nicht zwingend vorgeschrieben. Okay, was haben wir noch für eine Frage gehabt? Messkabel, du hast die Hochwertigkeit der Messkabel betont da drin. Ja. Und wie kann man Messkabel selber überprüfen, beziehungsweise wie oft sollte man das prüfen? Soll ich dir meine Antwort erstmal geben? Okay, her damit. Ja, also Messkabel sollte man regelmäßig überprüfen. Und normalerweise klassische Messkabelüberprüfungsmethode ist einfach, dass man halt beim, zum Beispiel, wenn man eine Single-Jumper-Referenzmethode macht, eben das zweite Messkabel dann drin hat als ersten Messdurchgang, was dann kleiner sein sollte als 0,1 oder 0,2 dB Dämpfung. So überprüft man das natürlich zusätzlich zu den ganzen mechanischen Überprüfungen mit Mikroskop und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, darfst du gerne ergänzen. Ja, da habe ich nicht viel zu sagen. Ist genau das Thema. Mikroskopie, Punkt 1, vor jeder Messung an jeder Kabelstrecke muss mikroskopiert werden, damit Sie sicher sind, dass Ihr Messkabel keinen Schmutz an die Kabelstrecke bringt und andersrum, dass die Kabelstrecke keinen Schmutz an Ihren Messstecker bringt. Also Mikroskopie von jedem einzelnen Stecker, so bitter wie das sein mag, aber das ist leider so. Da hält sich nur dummerweise kaum jemand dran. Man nimmt irgendein Patchkabel aus einer Kiste, Krabbelkiste. Wenn man hat, zieht man auch die Staubschutzkappe ab, weil die Staubschutzkappe ja eigentlich gar keine Staubschutzkappe ist, sondern eine Stirnflächenschutzkappe ist und steckt das Ding dann irgendwo rein, ob da Dreck drauf ist oder nicht. Ich habe da schon lustige Dinger gesehen. Kunden, die einen Messwandler für Kameras senkrecht auf dem Tisch stehen hatten, Öffnung des Steckverbindes nach oben. Da habe ich dann mit dem Mikroskop reingeguckt und dann konnte man da unten Erdbeeren drauf pflanzen. Also das war nicht mal so besonders lustig. Ne? Aber wie gesagt, über Reinigung, da werden wir nächste Woche noch ein bisschen reden. Genau, 25. Ja, genau, da werden wir ein bisschen was sehen, weil es ist einfach unser Schlüsselthema, was vieles kaputt macht, was nicht sein müsste. Was haben wir noch? Länge von Vorlauffasern, dort ist die Standardwerte aus dem Standard zitiert sozusagen. Wir haben bei uns die Vorlauffaser auf 150 Meter festgelegt, wobei die sind nicht exakt gleich lang alle. Und das ist auch ganz gut so, damit man hinterher den Vor- und Nachlauf in einer Messung auch wieder identifizieren kann. Aber dann ist noch wieder ein Thema, da geht man jetzt schon sehr, sehr tief in das Thema rein. Wir müssten vielleicht mal über diesen Standard 14763-3 auch mal da gibt es einen Fachartikel von mir drüber, eine DE-Zeitschrift. Da gab es zwei Fachartikel drüber, über den Normungsdschungel für Glasfaserverkabelung 14763-3 und so weiter. Also gerne mal lesen, das Ding. Aber darüber könnte man auch noch mal eine ganz eigene Session machen. Mit Sicherheit nicht nur eine Stunde, sondern da kann man stundenlang drüber reden. Ja, ich frage aber noch, wenn man von beiden Seiten misst beim OTDR, kann man sich Nahlauffaser sparen? Meine Antwort war, ja, man könnte sich theoretisch sparen. Das Problem ist, du siehst halt nur bei der Messung in eine Richtung immer das Dämpfungs- und Reflexionsverhalten in eine Richtung. Genau. Und wenn man schon sich die Mühe macht, die sehr wohl zu machen ist, von zwei Seiten zu messen, sollte man auch mit der Nachlauffaser messen. Dann wird man halt auch die Performance der Stecker
auf den jeweiligen Enden dann in beide Richtungen auch sieht. Also das ist die Optimierung der Messergebnisse. Es ist eigentlich sogar in der Norm so vorgeschrieben, 14763-3. Wir sind gerade wieder in der Überarbeitung von der vierten Fassung oder fünfte, keine Ahnung, ich zähle da schon nicht mehr mit. Da steht also auch ganz klar drin, dass man tatsächlich halt eben, wenn man bidirektional misst, auch immer mit Vor- und Nachlauf arbeiten muss. Also mit dem Vor- und Nachlauf ist nicht zu diskutieren. Ende. Wir messen immer mit Vor- und Nachlauffaser und damit haben wir den geringsten Ärger an den Füßen. Wenn man dann nur eine einseitige Messung hat, habe ich trotzdem beide Steckerdämpfungen drin. Der Nachteil bei einer einseitigen Messung ist, in der Dämpfungstodzone, die wir hinter einem Reflexionsereignis haben, haben wir dann letztendlich meistens den ersten Spleiß mit drin. Also wenn ich die Spleiße bewertet haben will, muss ich eh beidseitig messen, sonst geht das auch wieder nicht. Ja. Okay, dann gibt es noch eine ganze Batterie von Grüßen von Leuten, die sich persönlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja, danke. Und, aber das klären wir im Nachgang. Gucke ich mir hinterher. Ansonsten, wenn noch Fragen kommen sollten, es ist noch ein bisschen offen hier definitiv. Ansonsten direkt Fragen auch an den direkt über seine E-Mail-Adresse, gerne oder an uns generell. Mal gucken, was im Nachlauf noch kommt, werden wir noch schriftlich hinterher beantworten. Ja. Noch ein bisschen Housekeeping von mir. Sie finden auf Ihrem Dashboard finden Sie den Reiter Unterlagen. Da haben wir die Präsentation schon mal hingelegt, einen Glasfaserkatalog und ein Hinweis auf die nächsten Seminare, allgemeiner Produktkatalog. Können Sie sich runterladen, um da sich selber ein bisschen noch einzulesen. Ansonsten wäre es das von mir schon gewesen. Dann mache ich nochmal wieder draußen. Da sind noch irgendwie, da blinkt es noch ganz heftig auf meinem Dashboard hier. Da sind noch einige Leute, die noch ganz viele Fragen wohl zu stellen haben. Aber wie gesagt, wir gehen das im Nachgang sowieso nochmal durch. Und stehen Ihnen dann natürlich gerne auch zur Verfügung. Ja. Sie haben letztendlich auch in der Präsentation und damit dann später auch in dem Video natürlich meine Adresse mit drin. Also Sie dürfen mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Sie dürfen auch gerne versuchen, mich telefonisch zu erreichen. Kann gut gehen. Wenn Sie Pech haben, bin ich aber gerade im Gespräch. Dann landen Sie auf der Mailbox bei mir. Aber auch das, damit kann man gut leben. Wir finden jemanden zur Antwort. Genau. Wie gesagt, du schlägst gerade Rekord von Thomas Gottschalk im Überziehen von Sendungen. Also. Dankeschön. Ich bin noch aus 10 Minuten drüber. Also bitte. Das ist ja fast der Thomas Gottschalk, der hat stundenlang überzogen. Danke vielmals. Alfred, danke für die Fragen. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie sich die Adresse halt eben, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, schreiben Sie mir, rufen Sie mich an. Sie sind da jederzeit eingeladen, sich dazu zu melden zu dem Thema. Ansonsten. Ein letztes von mir. Ja, noch eins. Entschuldigung. Ja. Weil es viele übersehen haben, am Ende, wenn diese Geschichte abgeschaltet wird, dann gibt es noch eine Umfrage zum Allgemeinen. Es würde uns freuen, wenn Sie da noch teilnehmen würden. Das ist so ein bisschen Feedback für uns, was wir gut gemacht haben, was wir besser machen müssen und so weiter. Ist uns immer ganz wichtig, dass wir auch, wie gesagt, Antworten zurückbekommen. Jetzt aber. Okay. Ja, dann auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit für uns und für mich geopfert haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag noch und bleiben Sie gesund vor allen Dingen. In Zeiten der Pandemie kann man das gar nicht oft genug sagen. Danke sehr und auf Wiedersehen.